Unsere Gemeinden stellen das direkte Lebensumfeld der Steirer dar. Die Freiheitlichen wollen gemeinsam mit den Bürgern die hohe Lebensqualität unserer Heimat erhalten und weiterentwickeln. Ich liebe Vorarlberg, ich bin stolzer Weststeirer. Ich bin da geboren, bin da zur Schule gegangen, bin da aufgewachsen, habe da geheiratet, lebe jetzt mit meiner Familie im Haus, was mein Großvater mit seinen eigenen Händen erbaut hat. Und musste leider beobachten, dass in der Vergangenheit durch eine SPÖ-Alleinregierung viele Chancen in dieser wirklich schönen Stadt vergeben wurden. Die SPÖ hat einfach den Bezug zu dieser Stadt und zu den Menschen verloren. Als junger, innovativer Bürgermeisterkandidat trete ich für eine echte Veränderung ein. Ich möchte, dass Vorarlberg wieder so lebenswert wird, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Wir Freiheitliche kritisieren seit Beginn unserer Tätigkeit die bürgerunfreundliche und teure Parkraumbewirtschaftung in Vorarlberg. 3 Stunden gratis parken ist auch in unserer Stadt möglich. Wir Freiheitliche kritisieren aber auch von Beginn an die wirklich teuren Kunst- und Kulturausgaben in Vorarlberg. Ausgaben, wo man dann sieht, dass im Jahresprogramm nur rund 1.400 Euro für Kinder ausgegeben wird und kein einziger Cent für Sportveranstaltungen. Eine der schlimmsten Erfahrungen für mich in den letzten 5 Jahren war der Verkauf der Stadtwerke. Ja? Eine abgehobene SPÖ-Alleinregierung verkauft unsere Stadtwerke und das wurde sofort ergänzt durch ein Teuerungspaket im Bereich der Kanal- und Wassergebühren. Abschließend darf man natürlich auch den Bürgermeisterwechsel in Vorarlberg nicht vergessen. Die SPÖ war aus den eigenen Reihen nicht in der Lage, einen Bürgermeister sicherzustellen. Man greift zurück auf den früheren Birnbacher Bürgermeister Bernd Osprian, der den Thron in Vorarlberg besteigt, ohne je durch das Volk legitimiert worden zu sein. Hauptsache die Gage stimmt. Das ist nicht unsere Intention, wie verantwortungsvolle Politik in Vorarlberg gemacht werden muss. Als erster Schritt ist es für die Belebung der Innenstadt wesentlich, dass wir ein 3-stündiges Gratisparken in Vorarlberg einführen. Weiters ist für uns wichtig, dass wir wieder zu einem fairen Tarifmodell bei den Kanal- und Wassergebühren kommen. Dass wir ein Freizeitprogramm für unsere Bürger, für unsere Familien, für alle Generationen in Vorarlberg sicherstellen können, dass Vorarlberg wieder diese lebenswerte Stadt wird, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Ich stehe als Bürgermeisterkandidat für innovative, transparente Gemeindepolitik und für ein lebenswertes Vorarlberg. Jetzt geht es um Vorarlberg.